Okay, liebe Leute, im folgenden Video geht es um die Steuerung des Airbus H145 Helikopters von der High Performance Group, insbesondere die grundlegende Steuerung und aber auch die Steuerung mittels Autopilot, also GPS-Flugplan abfliegen, Hover-Modus, die verschiedenen Autopiloten-Modi, welche Tasten man dafür belegen muss und mappen muss und so weiter und so fort. Bevor es richtig losgeht, wieder ganz kurzer Hinweis auf unseren Discord-Server. Wir haben inzwischen über 4000 Mitglieder und wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, ihr euch mit anderen darüber austauschen wollt oder Mitspieler sucht, dann kommt da zu uns auf den Discord. Ihr findet dort auch viele meiner Videos, Mods und Links nach Kategorien sortiert. Gut, liebe Leute, wir stehen hier wieder am Flugplatz ETDB und ich möchte euch ganz kurz zeigen, welche Achsen und welche Buttons ihr irgendwie mappen müsst, damit ihr den Hubschrauber fliegen könnt. Ich gehe dabei nur auf die wichtigsten Sachen ein. Viele Sachen kann man im Cockpit auch interagieren, ja, mittels Klickspots, aber zum Beispiel der Autopilot lässt sich teilweise nur über Tasten steuern und der Autopilot des Hubschraubers hat einfach verschiedene Modi und der ist nicht ganz so einfach und simpel erklärt wie ein normaler Flugzeugautopilot. Wir fangen mal ganz kurz mit der grundlegenden Steuerung an. Ich habe mir auch eine Übersicht erstellt und habe hier dann auch die Bezeichnungen alle auf Deutsch reingeschrieben und auch nochmal konkret geschrieben, was dann passiert. Viele Abkürzungen sagen den Leuten nichts und ich habe nochmal ganz konkret auf Deutsch alles aufgeschrieben und wir gehen einfach mal von oben durch. Ist klar? Cycle, Pitch hoch und runter. Ja, das ist im Prinzip Nase des Hubschraubers hoch und runter nehmen. Das ist die Höhenruderachse. Ja, wir gehen mal in die Bindungen. Ich zeige das hier auch mal einfach an meinem Joystick. Es macht sich gut, wenn ihr dafür ein extra Profil anlegt oder wenn ihr das über X's und O's macht. Dann passiert das ja eher automatisch, aber am besten hier ein eigenes Profil anlegen. Weil viele Knöpfe, die wir hier jetzt am Joystick belegen, die braucht man in anderen Flugzeugen nicht unbedingt am Joystick. Ja, wir arbeiten mit Anti-Eis und Magnetos und sowas. Und deshalb am besten ein eigenes Profil anlegen. Kann man hier im Vorstellungsmanager machen. Ja, da kann man Profile kopieren, umbenennen, entfernen und einfach ein leeres anlegen und so weiter und so fort. Na, ich habe meins jetzt Heli genannt und das ist jetzt mein Joystick, der Warthog. Und wir haben für die ganz normale Hoch- und Runtersteuerung die Höhenruderachse. Die heißt Höhenruderachse, ganz normal belegen. Für den Bank Angle, also den Hubschrauber nach rechts und links neigen, nehmen wir die Querruderachse, ganz normal. Ja, einfach, die heißt so, wie es hier drin steht, belegen. Für das Hoch- und Runtersteuern des Hubschraubers, also Collective nennt man das, nehmen wir jetzt aber schon die Gasachse, die habe ich auf natürlich meinem Bottle. Ja, die heißt dann wirklich Gashebelachse. Ja, so wie ich es ja aufgeschrieben habe, Gashebelachse. Und für die Drehung mit dem Heckrotor nehmen wir die Seitenruderachse. Die habe ich bei mir natürlich jetzt auf dem Seitenruder, ja. Seitenruderachse. So wie sie ja heißen, stehen sie auf Deutsch im Flugsimulator drin. Und das müsst ihr dann natürlich an eure Peripherie binden. Spielt ihr mit dem Controller? Ja, gerade hier beim Heckrotor nimmt man eigentlich andere Achsen. Ich weiß nicht, ob es mir überhaupt angezeigt wird, wenn ich keinen Controller dran habe. Beim Controller nimmt man ja oft die Trigger vorne, ne? Linker Trigger, rechter Trigger. Und da gibt es noch hier Seitenruderachse rechts und links würde man dann nehmen. Ja, man würde dann auf den rechten Trigger Seitenruderachse rechts machen, auf den linken Trigger Seitenruderachse links. Und dann sollte das funktionieren. Beziehungsweise, wenn es dann umgekehrt ist, einfach tauschen. Ne? Oder ihr macht auf dem Controller, wenn ihr mit Controller spielt, hat eine der Sichtachsen frei und nehmt das auch komplett als Achse. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Ne? Das ist jetzt hauptsächlich bei mir auf dem Joystick ausgelegt. Den Suchscheinwerfer. Im Moment funktioniert bei mir die eine Achse nicht, weil das ist hier die Luxusvariante. Ich gehe davon aus, der hat vielleicht gar keinen richtigen drehbaren Suchscheinwerfer. Bei mir geht der Suchscheinwerfer nur nach vorne und nach hinten. Wir müssen hier den Filter wieder ausstellen. Alles, was hier gilt, gilt teilweise auch noch für den H135 natürlich. Und
Ich habe hier für den Suchscheinwerfer die Achsen 3 und 4 vom Gemisch. Ja, Achse, Gemisch 4, Achse, Gemisch 3. Damit bewegt man eigentlich den Suchscheinwerfer. Im Moment scheint nur die rote Achse zu funktionieren. Das ist links, rechts oder so. Und der bewegt in diesem Hubschrauber den Suchscheinwerfer nach vorne und nach hinten irgendwie. Ne? Also er hat einen dran. Anzuschalten geht das mit Flügelleuchte umschalten. Und steuern mit Gemischachse 3 und 4. Ja, Flügelleuchte umschalten. Einmal auf der Tastatur. Ich habe da halt meine Taste zugebunden. Und ich könnte das mit Steuerung Z an- und ausschalten. Ne? Das ist der Suchscheinwerfer. Jetzt kommt das, was am interessantesten ist, der Autopilot. Alles, was ich blau markiert habe, sind eigentlich die wichtigen Sachen. Wenn ihr mit Autopilot spielen wollt, kommt ihr mehr oder weniger um diese vier Bindungen hier oben und die vier Bindungen im Cycle Beep nicht drumherum. Ja, das sind die wichtigsten Sachen, die wir brauchen, um den Autopiloten zu steuern. Wir gehen wieder hier in meinen Joystick rein. Nehmen nur die zugewiesenen Dinger. Und fang mal an mit dem Autopilot an aus. Das ist noch eine Standard, sag ich mal, Bezeichnung oder eine Standardzuordnung im Helikopter. Ach, Entschuldigung, im Microsoft Flight Simulator. Das heißt wirklich, ne, Autopiloten, Hauptschalter umschalten. Und der macht auch genau das, was er sagt. Er schaltet den Autopilot an und aus. Ja? Dann haben wir Autotrim an- und ausschalten. Das ist eine Taste, wenn wir im Autotrim-Modus sind. Da steht dann im Display Attitude, Attitude. Dann können wir die Taste drücken und damit den Modus kurzzeitig deaktivieren, eine neue Attitude einnehmen und dann wieder loslassen. Ja, das ist also ein Button, den müsst ihr, wenn ihr den nutzt, gedrückt halten, damit er die Funktion aufrechterhält. Ja, wird gebunden auf Anti-Eis-Triebwerk 4. Ja, bei mir ist es der Button 4 am Joystick, Anti-Eis-Triebwerk 4. Das ist der Modus, um den Autotrim an- und auszuschalten. Dann haben wir den Hover-Modus. Dazu müssen wir eine bestimmte Geschwindigkeit nur haben. Also wir dürfen eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten und so. Und dann kann man Hover-Modus anschalten. Und das ist Anti-Eis-Triebwerk 3 umschalten. Das habe ich gemappt auf meinen Button 10. Warum zeigt er mir den nicht an? Müsste eigentlich hier drinstehen, ne? Hat ihn ja komischerweise rausgeschmissen. So, das ist, wie gesagt, der Hover-Modus, ja? Anti-Eis-Triebwerk 3. Dann kommen wir zum AP-Backup-Anschalter. Das ist der Schalter, der hat zwei Funktionen. Zum einen, wenn der Autopilot aus ist, wird der Autopilot aktiviert. Und zum anderen schaltet er die Modi um. Also sobald der Autopilot einmal an ist, schaltet dieser Button die Modi um in den Autotrim-Modus oder in den IRS-Heading-Altitude-Modus. Ja, auch wenn wir den Hover-Modus anhaben und wir drücken dann diesen Button, den AP-Backup-Button, dann schaltet er in einen der anderen beiden Modi um. Ja? Und da haben wir die Taste oder die Belegung nennt sich Zündmagnet-Triebwerk 4 aus. Zeigt er mir auch gerade wieder nicht an. So. Ne? Zündmagnet-Triebwerk 4 an. Steht alles hier auch so drin. Dann haben wir noch einen Button, der ist jetzt nicht ganz so wichtig. Den könnt ihr belegen oder auch nicht. Das wäre Zündmagnet-Triebwerk 4 festlegen. Zeigt ihr mir auch wieder nicht an. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, aber sie sind ja gebunden. Sonst würde ich das nicht finden. Ich lasse das jetzt mal so. Zündmagnet-Triebwerk 4 festlegen. Autopilot-Backup-Cut. Der schaltet auch zwischen mehreren Modi um. Der schaltet im Prinzip die Autopiloten-Buttons unten wieder aus. Das zeige ich auch gleich dann im Cockpit. Ja, der schaltet die aus, aber das kriegt man zur Not mit Buttons hin. Da kann man die einfach off-schalten. Ja, also der ist jetzt nicht zwingend. Die anderen braucht man nicht unbedingt. Backup-Button an rechts und links sind einfach nur Unterbuttons von dem, weil der hat zwei Buttons, braucht man jetzt nicht unbedingt. Und APU im Aus, muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gefunden, was der macht. Also ich habe probiert und ich habe nicht gefunden, was dieser Button macht. Jetzt kommen wir zum Cycle Beep. Mit dem Cycle Beep stellen wir je nach Modi andere Sachen ein. Die sind aber relativ wichtig, weil es dafür
halt auch keine Buttons im Cockpit gibt, um das zu steuern. Ja? Wir haben einfach mal dazu Propeller-Buttons. Und zwar er schaltet nicht um, ne? Ah, ist egal. Und zwar Propeller 3 und 4. Einmal Propeller 4 erhöhen, Propeller 4 verringern, Neigung Propeller 3 erhöhen, Neigung Propeller 3 verringern. Ja, so, diese Buttons sind das. Ich habe mir das an so einen kleinen, ja, 4-Wegeschalter am Joystick gelegt. Ne? Und der hier unten. Das ist der Cycle Beep. Der ist wichtig. Relativ wichtig, wenn ihr mit Autopilot fliegt. Ne? Den würde ich auf jeden Fall binden. Wenn ihr dann noch einen 4-Wegeschalter habt oder andere Buttons, könnt ihr auch das Collective Beep im Prinzip binden. Das ist aber nicht ganz so wichtig. Das funktioniert eigentlich nur im Schwebemodus. Aber das könnt ihr auch binden. Sind im Prinzip die gleichen Funktionen, nur mit der Klammer wenig dahinter. Ja, also Propeller 4 erhöhen wenig, Propeller 3 verringern wenig und so weiter. Ne? Die gleichen, nur mit wenig. Wer das übrig hat, kann das machen. Das ist aber nicht so wild, weil das ist nur im Hover-Modus. Bringt uns das hoch, runter und dreht uns links, rechts. Die Buttons hier oben, die sind dafür da, um uns im Attitude-Modus quasi die Nase hoch und runter zu steuern und auch den Bank-Angle links und rechts. Und im IAS-Heading-Alt-Modus können wir damit die Höhe einstellen, hoch, runter und auch den Steuerkurs bewegen, den Bug bewegen, rechts, links. Ja, deshalb sind die wichtig. Und mit Buttons im Cockpit habe ich das halt nicht hinbekommen. Ja, und dieses Dokument stelle ich, wie gesagt, zum Download zur Verfügung. Ich weiß noch nicht, wie, ob ich es auf dem Discord mache oder irgendwo Google Drive. Ich muss mal schauen. Ja, und dann mache ich hinten die Seiten, aber ich mache hinten die Spalten leer, sodass ihr da eure Tasten reinhauen könnt. Ja, belegen müsst ihr das natürlich so, wie ihr das wollt, was eure Hardware vorgibt. So, jetzt schiebe ich das mal kurz raus. Also gehen wir mal kurz in den Heli und wir erklären mal ganz kurz den Autopiloten erstmal am Boden, bevor wir losfliegen. Und zwar haben wir hier diese Buttons. Ja? Trim, Backup, AP1, AP2. Und jetzt hole ich das andere wieder rüber, macht sich besser. Autopilot an und aus an sich habe ich ja auch keinen Schalter gefunden, gibt's nicht dafür, ne? Autotrim an und aus gibt es auch keinen Schalter im Cockpit. Hover-Modus gibt es auch keinen Schalter im Cockpit. Backup an und aus, das sind diese Schalter. Ja, theoretisch kann man die ab und zu ausschalten oder man kann sie ausschalten. Man kann sie mit der Maus steuern und anschalten. Ne? Er geht aber nicht weiter. Also er schaltet den Autopilot nicht wirklich dann scharf. Wenn der Autopilot scharf ist, müsste das so aussehen. Ne? Jetzt ist zum Beispiel der Automodus scharf im Hover-Modus. Ne? Da sind oben solche Modi dann da. Das ist der Hover-Modus, das sind die anderen Modi. IAS Heading Alt, Attitude, Attitude. Ne? Und das kriegt man mit dem Button hier unten nicht umgeschaltet. Da werden im echten Hubschrauber die Buttons alle hier irgendwo sein. Ne? Man sieht es ja auch. Ich habe letztens im Video gesagt, am Collective ist natürlich Quatsch. Die Buttons sind hier am normalen Cycle Stick. Ne? Und kann man nicht klicken. Ne? So. Und Cut, ja, der Cut-Button. Das kann man simulieren, einfach indem man das hier macht. Ne, der macht bei einmal drücken die Beine aus, beim zweiten Mal drücken macht er das noch mit aus. Das ist in der Checkliste mit drin. Ne, das ist der Cut-Button. So, die anderen beiden, wie gesagt, sind nur die einzelnen, brauchen wir nicht. Und die Cycle-Beep, ja, die sind hier irgendwo mit dran. Da wird hier irgendwie, das wird wahrscheinlich der 3-Wegeschalter sein oder der 4-Wegeschalter oder sowas. Ne? Das wird hier irgendwas davon, wird der Cycle-Beep sein. Und am Collective, hier ist Beep Trim, ist da dran. Also es geht einfach nicht anders als mit Tasten. Und jetzt heben wir ab. Alles andere ist klar mit den Achsen. Ne? Also Gashebelachse steuert im Prinzip das komplette Collective, ja hoch, runter. Ne? Also ob der Hubschrauber steigt oder sinkt. Und Höhenruderachse ist klar, Nase hoch, runter. Wir machen das einfach mal. Also Gashebelachse, ich bewege jetzt einfach meinen Gashebel hoch. Ne? Schrauber steigt. Der Winkel der Blätter wird einfach angestellt. Oh, ich habe natürlich jetzt ein Autopilot an. So. Und der Hubschrauber gewinnt an Höhe.
Und über Höhenruderachse ganz normal. Nase hoch, Nase runter, das ist wie im Flugzeug. Und Querruderachse ist auch wie im Flugzeug, ne? Einfach den Bank Angle. Seitenruderachse ist eigentlich auch ähnlich wie im Flugzeug, nur dass es kein Seitenruder ist, sondern hinten sich einfach der Heckrotor dann entsprechend mal schneller oder weniger dreht. Oder die Anstellwinkel verändert werden, ne? Unterm Strich kommt aber das gleiche an Effekt raus. Wir drehen das Flugzeug rechts, links mit den Pedalen und mit dem Joystick Querruder. Wir neigen das Flugzeug, ne? Alles andere. Also die Wirkung ist die gleiche wie im Flugzeug. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf. Mal ein bisschen Höhe. Stellen Sie jetzt mal ein bisschen gerade hin. Und machen den Hover-Modus an. Ne, Hover-Modus ist diese Taste, GTC, GTCH, ja, je nachdem, was ihr festgelegt habt, Anti-Eistriebwerk 3. Hover-Modus, Schwebemodus, an und aus. Wir überlasten gerade so ein bisschen den. Den Motor. Wartet kurz, wenn ich hier im Dokument bin, schreibt er mir manchmal was. Hier. Ja, GTCH, GTCH, GTCH. Und hier könnten wir jetzt mit dem Collective Beep zum Beispiel uns drehen oder steigen, sinken. Na, ich demonstriere das kurz. Ich benutze jetzt das Collective Beep nach links. Ja, dreh mich. Collective Beep nach rechts. Dreh mich nach rechts. Ja, Collective Beep hoch. Entschuldigung, runter. Collective Beep hoch. Er steigt. Ja, und alles im Prinzip aber im Schwebemodus, wo er versucht, nicht vorwärts, nicht rückwärts zu fliegen. Ja, es sind nur Drehungen bzw. Sinken, Steigen. Na, Schweben ist anstrengend für den Hubschrauber. So, und das ist der Schwebemodus. Und hier sind diese Zuordnungen dazu. Jetzt haben wir noch den, oder die zwei anderen Modi. Einmal den Attitude-Modus oder Autotrim-Modus, würde ich jetzt dazu sagen. Das andere ist der IRS-Heading-Alt-Modus. Wie die konkret wirklich bezeichnet werden, weiß ich nicht. Ich gehe einfach danach, was da im Dings angezeigt wird, im Display. Ne? Und das schalten wir um. Ne? Die Modi schalten wir um. Mit dieser Taste, AP Backup. Ja, AP Backup. Damit schalten wir die Modi um. Das war jetzt ein bisschen döller. Attitude, Heading, Halt. Er ist vom Hover-Modus ein bisschen gesprungen. Ich versuche mal wieder kurz eine stabile Fluglage einzunehmen, dann erklärt sich das besser. Gebe wieder ein bisschen Power rein und wir fliegen mal ein bisschen in die Richtung. So, ich drücke jetzt zum Beispiel diesen Override-Button, ja, Autotrim aus. Ja, und dann hat er diesen Attitude-Modus ausgemacht. Jetzt lasse ich den Button los und er ist wieder im Attitude-Modus. Und er versucht jetzt einfach die Fluglage beizuhalten. Attitude. Und er behält jetzt einfach den, ja, die Nase so, wie sie ist und den Bank Angle so, wie er ist. Ja, und das schalten wir mit diesem Button um. Und mit dem Autotrim-Button überschreiben wir das. Ja, man sieht es, Attitude. Ich drücke wieder den Button zum Überschreiben. Drehe jetzt irgendwie rein. Das los. Und er bleibt jetzt so. Und dann kann man das auch nicht überschreiben. Ne? Weg jetzt den Stick, das passiert nicht. Das ist der Attitude-Modus. Und hier können wir jetzt im Prinzip mit diesen Trim-Tasten, mit dem Cycle-Beep, wo ist meine Maus hin? Wir können mit dem Cycle-Beep dann jetzt das steuern, was hier drin steht. Ja, die Nase hoch und runter nehmen und den Bank-Angle etwas verändern. Ich drücke jetzt mal die Trim-Taste und verändere jetzt im Attitude-Modus den Bank-Angle. Er ja, kann auch die Nase hochnehmen, ne? Und das steuern wir mit dem Cycle Beep. Ja. Man sollte nicht gedrückt halten, das ist ziemlich empfindlich, die Trimmung im Moment. Und dann können wir so ein bisschen den Hubschrauber steuern, ohne jetzt diesen Modus zu mit der anderen Taste zu überschreiben und von Hand die Attitude zu ändern.
Eine größere Änderung, wenn ich jetzt einfach mal schnell umdrehen will oder so. Geht sicherlich schneller, wenn ich das so mache. Dann lasse ich wieder los und bin wieder im Attitude-Attitude-Modus. So, und dann gibt es jetzt noch den IRS-Heading-Alt-Modus. Den schalten wir jetzt mal an, indem wir einfach nochmal die AP-Backup-Taste drücken. Ja, dann geht er in den IRS-Heading-Alt-Modus. Er hält erstmal die Höhe, er hält den Steuerkurs. Und in dem Modus können wir den Steuerkurs, ja diesen grünen Heading-Bug, mit den gleichen Tasten steuern, wie wir vorher das hier gesteuert haben. Ne, ich steuere jetzt den Heading-Modus. Jetzt habe ich auf 30 Grad eingestellt und der dreht, bis er bei 30 Grad ankommt. Steuerkurs. Ja, oder ich drehe halt zurück. Ne, das ist dieser Button. Am Cycle Beep. Und dann können wir auch die Höhe einstellen. Wir sehen hier ein kleines grünes Dreieck. Ja? Das geht so in 100er Schritten, 100 Feet. Wer jetzt nach oben oder nach unten will, nehme ich die Buttons hier. Ja? Hoch, runter. Trim, Nase. Oder im Attitude-Modus war der Trim, Nase hoch, runter. Und hier ist das direkt einfach die Höhe einstellen. Ne, und er versucht dann halt zu steigen, ne? Und die Höhe dann dort zu halten. Geschwindigkeit theoretisch kann man sogar am IRS-Button unten drehen. Ich habe allerdings noch nicht 100% hinbekommen, dass er dann die Geschwindigkeit auch wirklich so hält. Normalerweise nimmt er die Geschwindigkeit, die er hat, wenn wir diesen Button drücken irgendwie. Ne? Das Modell kann auch sein, dass es noch nicht 100%, sag ich mal, fertig, ja, emuliert ist oder so, weiß ich nicht. Kann nicht sein. Es ist unheimlich schwer, da wirklich Informationen auch zu finden. Und wie gesagt, umschalten zwischen den Modi, ja, mit der Backup an, aus, oder mit der Backup-Taste. Ja, wenn ich jetzt nochmal drücke, bin ich wieder im Attitude-Modus. Drücke ich erneut, bin ich wieder im IRS-Heading-Alt-Modus. So. Und jetzt wollen wir aber manchmal nicht einfach nur ein Heading fliegen, sondern wir wollen ja auch navigieren. Wir wollen dem GPS-Flugplan folgen oder auch einem VOR-Signal. Ja? Jetzt kann ich das hier wegmachen. Jetzt geht es um die Navigation. Und GPS-Flugplan habe ich eingegeben. Also ich habe einfach zwei Flugplätze. Ne? Wir haben ja einen GPS-Flugplan im Prinzip drin. Und wir drehen mal kurz ein Stück ein. Wir sind noch im IRS-Heading-Modus, wir fliegen mal ein Stück nach Süden, dass er nicht ganz so groß dreht. Und wir können hier die NAV-Quelle umschalten. Hier steht ganz leicht NAV. Ich habe jetzt meinen gelben Button nicht an, ne? Aber hier steht NAV. Das ist der unterste Button am PFD, ja, ist auf beiden Seiten, ne? Da und da ist der Button. Damit schalten wir die Quelle um für das PFD oder für die Anzeige, für die Navigationsanzeige. Im Prinzip ist jetzt hier NAV 1, ne? Also ein VOR wäre das oder ein ILS, NAV 2 und FMS. Das ist wie in allen anderen Flugzeugen auch. Wir schalten einfach die Quelle durch. Und jetzt ist das blau. Blau heißt, er zeigt es erstmal nur an. Er bleibt vom Autopiloten im IRS-Heading-Alt-Modus drin im Moment. Und jetzt kann ich den Autopiloten aber drauf koppeln, den Navigationsmodus. Ja, dann schaltet hier oben Heading auf NAV um, indem ich diesen Button hier unten drücke. CPL, dann wird das grün. Und jetzt versucht der Autopilot, den GPS-Flugplan im lateralen Modus abzufliegen. Ne? Die anderen Modi bleiben so. IRS, Alt, bleibt so. Und hier versucht er jetzt im Prinzip, dem Flugplan zu folgen. Ne? Und das Gleiche geht halt auch mit einem VOR-Signal. Wir stellen mal Magdeburg an meiner Nähe. Wir stellen mal Magdeburg ein, das ist glaube ich die 11045. Hauen das mal rüber, wir gucken mal, erkennt er auch, da steht auch Magdeburg DME, sehe ich ganz klein, wird man im Video nicht lesen können. Und wir können jetzt quasi auch einem VOR-Signal folgen. Jetzt ist das Problem, dass ich hier im Hubschrauber nicht gefunden habe, wie man das Signal, also den Kurs einstellt. Das geht auch nur mit Tasten im Moment, so wie es aussieht. Ja, und wenn wir jetzt quasi... ich entkoppel das mal kurz, dass er wieder in irgendeinen anderen Modus geht. Er springt jetzt sogar kurz in den Attitude-Modus. Ich drücke jetzt wieder diesen AP-Backup-Button, dann geht er wieder in den Heading-Modus und nimmt aktuell Heading gerade erstmal, weil wir hier umschalten. Jetzt schalten wir hier unten oben auf NAV 1. Das ist das Magdeburger VOR.
Und er zeigt keinen Kurs an. Warum zeigt er jetzt keinen Kurs an? Wohin hat er mir einen Kurs angezeigt? Es kann sein, dass es jetzt vielleicht ein klein wenig... Also eigentlich kommt ja auch eine ganz normale Anzeige wie in einem VOA. Und wir können das auch aufschalten, theoretisch. Geht gerade nicht. Kann ich nicht mal sagen. Vorhin ging es im Test. Ah, also gleich in grün. Eigentlich. Und wir sind eigentlich auch in Reichweite vom VOA. Muss mal gucken hier unten. Na, hier schalten wir auch wieder bloß die Quellen um. Da weiß ich gerade wirklich nicht, wo dran es liegt, liebe Leute. Im Test hat es funktioniert, das sieht genau so aus, dann ja im VOR. Und wir können mit Tastenbefehlen, also der VOR OB1 erhöhen und verringern, können wir auch den Kurs eigentlich einstellen. Gut, die meisten werden vermutlich aber im GPS-Mode fliegen. Ja, bin ich gerade wieder überfragt ein bisschen, warum der gerade nicht funktioniert. Ist alles richtig eingestellt, meiner Meinung nach. Ist auch egal. Ne? Das ist so die Autopilotensteuerung. Es gibt so viele Modi, die sich teilweise ein bisschen mischen und so. Und ihr müsst halt einfach die komischen Tastenbindungen benutzen. Ne? Das sind halt so komische Zuordnungen mit Anti-Eis und Dings und hast du nicht gesehen. Und das gibt's alles in einer Textdatei natürlich auch zum Hubschrauber, aber das ist alles auf Englisch. Und ich stelle euch das dann gerne auch auf Deutsch zur Verfügung. Gut, liebe Leute, das soll es gewesen sein erstmal. Ja, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Am Ende wieder ganz kurz der Hinweis auf unseren Discord-Server. Wir haben inzwischen 4000 Mitglieder. Wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Ihr könnt euch dort natürlich auch ganz einfach nur mit anderen Mitspielern unterhalten oder auch Mitspieler suchen. Und ihr könnt dort eine Meta-Abfrage machen und ihr findet dort viele meiner Videos Mods und Links nach Kategorien sortiert. Den Link zum Discord selbst findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. dann auch in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wieder mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.